Ich brauche frische Klamotten. Der Schrank ruft nach mir. Und damit hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Life is Strange, True Colors. Okay, das ist wieder das Fahrrad. Angeguckt haben wir uns ja hier schon alles. Ich habe gedacht, ich gucke nochmal durch, ob ich irgendwo noch eine Emotion habe bei irgendwas, aber... Ich brauche frische Klamotten. Ach, Alexia. Der Schrank ruft nach mir. Wir gehen ja schon. Wir ziehen uns um. Zeig mal her, ich was könnte das aber an? Auch jetzt mit Jet reden. Ich kann mir nichts anderes anziehen. Was? Ach, meine Badenmütze. Es kommt mir vor, als sei das Lab schon eine Ewigkeit her. Nee, war aus gestern, oder? Heute? Das Spiel. Ach nee, wir lassen es mit dem Spiel. Okay, gehen wir mal mit Jet reden. Gucken wir mal, was er von uns möchte. Ist nur komisch, dass er mit uns reden will, nachdem wir bei Pike waren. Ich meine, vielleicht hat das auch gar nichts miteinander zu tun, aber ich finde gerade irgendwie alles sehr verdächtig. Ich weiß nicht, warum. Hey, Jet. Da ist sie ja. Setz dich. Etwas sagt mir, dass dein Frühlingsfest aufregender war, als du es dir erhofft hattest. Du sagst, wie Pike mich verhaftet hat. Aber wie es aussieht, hat er dich gehen lassen. Dann ist da noch die Sache mit Ryan und Steph heute. Ich war mir nicht sicher, warum es euch drei brauchte, um Dianes Bestellung aufzunehmen. Ich weiß, du bist es gewohnt, dich um dich selbst zu kümmern. Gebe auch so. Aber Haven ist eine Gemeinschaft. Wir helfen einander. Ich will dir helfen. Aber erst musst du mir sagen, was vor sich geht. Scheiß drauf. Was habe ich zu verlieren? Ich würde sagen, wir trinken erst mal kurz. Mut antrinken. So. Ryan ist sein Sohn, ne? Ich habe Beweisen nachgejagt, dass Typhon für Gabes Tod verantwortlich war. Und ich weiß, dass sie etwas begraben haben. Ein Geheimnis. Und jetzt bedrohen sie mich. Und auch Steph. Und Ryan. Bedrohen euch? Wie? Pike zeigte mir Fotos. Typhon beobachtet uns. Ich gebe nicht auf, Jet. Nie im Leben. Ich weiß, was sie verbergen. Woher? Wir wollen erst mal wissen, was es ist. Deswegen frage ich jetzt nicht, warum er davon weiß. Weil ich will wissen, was es ist. Bitte, Jet. Was steckt dahinter? Wovor haben sie Angst? Typhon ist der Teufel, der diese Stadt im Griff hat. Ich muss schon zu lange mit ihren Geheimnissen leben. Ich weiß, was sie in den Bergen vergraben haben. Ja, dann sag's uns. Sag's mir. Ja, los. Weißt du was? Ich zeig's dir. Wir zwei jetzt alleine in den Bergen? Ist das so eine gute Idee? Können wir ihm vertrauen? Da, weiter oben. Wo sind wir? Mitten im Nirgendwo. 2 Kilometer in die Richtung habt ihr nach Ethan gesucht. Und dort, 5 Kilometer entfernt, liegt die Stadt. Was ist das hier?
Ein Belüftungsschacht. Die gibt's hier überall. Minen wachsen in andere hinein und bilden so ein Labyrinth. Das, wonach du suchst, ist da unten. Schubst er uns jetzt da rein? Ich vertraue dem gerade irgendwie nicht. Die Musik ist auch mir gerade viel zu komisch. Jed? Warum bist du traurig? Ich wusste es. Fuck. Tut mir leid, Kleis. What the... Jed? Was machst du da? Ich habe versucht, es dir auszureden, dir Angst zu machen. Ich war mir sicher, dass die Fotos von Steph und Ryan dafür sorgen würden. Aber du hast nicht nachgegeben. Du konntest es einfach nicht lassen. Tu das nicht. Das muss ich. Vor 12 Jahren machte ich einen Fehler. Und diesen Fehler kann man nicht rückgängig machen. Doch Tyson bot mir einen Deal an. Einen Weg, meine Stadt zu retten und meinem Sohn ein normales Leben zu bieten. Ich wollte nie, dass Gabe verletzt wird. Fick dich doch. Ich bin tot. Ich bin einfach nur tot. Ups. Oh. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Das sollte so nicht sein. So, Pike hat Alex gehen lassen. Okay, das haben die meisten gemacht. Das haben auch die meisten Steph die Rose gegeben. Alex hatte einen schönen Moment am Lagerfeuer. Alex hat nicht auf der Couch gesessen, okay. Okay, die meisten haben... Alex nicht auf dem Dach getroffen. Okay. Steph, meine ich. Okay, krass. Okay, der Kuss war dann da, das ist klar. Okay. Okay. Weil der ging nicht... Alex hat Riley nicht gefunden. 54%. Oh, es haben nur 14% mit Ducky getanzt. 74% haben dem geholfen. Wir haben ihm auch geholfen. Wir haben 2 Freunde. Guck mal, wir haben voll viele Sachen gemacht, die viele nicht gemacht haben. Aber jetzt sind wir tot. Quasi. Und der, dem wir dachten, vertrauen zu können, ist eigentlich der Böse. Was ist hier los? Kapitel 5. Seite B. Willkommen zurück, Alex. Hä? Willst du über deine Zeit in Colorado sprechen? Fangen wir doch mit etwas Positivem an. Was hast du aus deiner Zeit in Haven Springs gelernt? Ich habe gelernt, Gefühle zuzulassen, denke ich. Und das, ohne Angst davor zu haben. Könnte man behaupten, dass diese alten Ängste begründet waren? Was resultiert aus dieser Spannung? Ich meine, ich bin stolz, dass du es versucht hast. Du hast einigen Menschen geholfen.
warst einem Geheimnis auf der Spur. Hast ein hübsches Mädchen geküsst. Aber Alex, jetzt stehst du wieder ganz am Anfang. Nein. Ich gehöre nicht hierher. Wenn das wahr wäre, Alex, wüsstest du, dass du nur mit einem Stuhl sprichst. Hä? Ja, wir liegen ja eigentlich in einem Minenschacht. What the fuck? Das ist genau das, was ich auch gerade dachte. Was geht hier ab? Ich meine, ganz klar träumen wir oder halluzinieren oder keine Ahnung was. Ich glaube, das bin ich. Fall Nummer 53322. Ich glaube, das okay, bin ich. Gut. Fall Nummer 53322. Ich dachte, sie sagt vielleicht noch was anderes. Alexandra Alex Chen, Alter 21, Geschlecht weiblich. Symptome: emotionale Instabilität, gelegentliche Wutausbrüche, Halluzinationen visuell, Halluzinationen oral, wahnhafte Ideenbildung, Depression, Beklemmung, Diagnose. Dass man sie wo hineinwirft? Alex erlebt die detailreiche und robuste Wahnvorstellung, dass sie die Emotionen anderer Menschen lesen kann und glaubt, dass sie aufgrund dieser Fähigkeit auf einzigartige Weise dafür gerüstet ist, anderen beim Überwinden ihres emotionalen Traumas zu helfen. Es fällt schwer, die Ironie zu übersehen, dass jemand, der so dysfunktional wie Alex ist, die Rolle des emotionalen Betreuers einnimmt. Wäre sie nicht unter meine Aufsicht zurückgekehrt, wäre es nicht übertrieben anzunehmen, dass ihre waghalsigen Versuche, ihre Freunde und Familie zu reparieren, zu Verletzungen geführt hätte. Ich glaube, dass Alex' Wahnvorstellungen eine Bedrohung für ihr Wohlergehen sowie das andere sind. Daher empfehle ich, dass Alex in eine endlose Grube geworfen wird, dass ihre Knochen an jedem bevorstehenden Brett und übrigen Ziegel brechen, bis sie in der Dunkelheit unter der Welt in Vergessenheit gerät. Das ist meiner professionellen Meinung nach das menschlichste Vorgehen für sie. What the fuck? Hä? Huh? Vor 12 Jahren machte ich einen Fehler. Und diesen Fehler kann man nicht rückgängig machen. Alex, du weißt, du liegst mir am Herzen. Nach all dem, was passiert ist, will ich nur, was das Beste für dich ist. Ist hier am PC noch irgendwas? Das ist unsere Gitarre. Die gehören nicht Dr. Lin. Nope. Das ist ein Wirbel. Okay. Sehe ich so aus? Wirklich? Das sind auf jeden Fall die Emotionen, die wir so gespürt haben. Hey, meine Gitarre. Klopf, klopf. Wer ist da? Alex Chen?
Mein Gitarrenkoffer hat noch nie von mir gehört. Sicher. Kann eigentlich ja nur die eine Zahl sein. Probieren wir es mal. Ja, dachte ich mir. Boah, es ist hell. Alter. Ja, gut, also, so könnten wir jetzt tatsächlich ja auch aussehen, nachdem wir da in diesen Schacht geklatscht sind, dass wir überhaupt noch leben, wäre ein Wunder. Wir leben. Wir wurden gebremst. Jed hat uns gestriffen. Alter. Das ist nicht gut. Scheiße. Da ist eine Leiter. Oh mein Gott, bitte halte. Oh oh. Das ist überhaupt nicht gut. Sind wir jetzt wirklich tot? Sind wir wieder in unserem Kopf? Yep, wir sind wieder in unserem Kopf. Psst. Alex. Gabe. Gabe? Du bist tot. Und? Viele Leute sind tot, Alex. Die meisten. Wo sind wir? Sieht aus wie ein Krankenhaus. Dr. Mendes auf die Intensivstation. Dr. Mendes auf die Intensivstation. Ja, ist ein Krankenhaus. Gabe. Also, was ich weiß ist, du bist 10, ich bin 14. Unsere Mutter ist krank. So wie unser Vater, aber das ist eine andere Art Krankheit. Ah, okay. Spielt eine Rolle. Au! Gabe, warum? Ich habe nichts getan. Hör auf! Hört auf damit. Papa. Benehmt euch. Alex, sieh nach deiner Mutter. Okay. Okay, wir wissen ja schon, dass unser Vater ein Alkoholproblem hatte. Sie war direkt da drüben und hat auf mich gewartet.
Gabe, Alex, ihr müsst ganz genau zuhören. Wir haben beängstigende Neuigkeiten und ich werde etwas Zeit im Krankenhaus verbringen müssen. Was? Mama? Geht's dir gut? Ganz ruhig. Alles wird wieder gut. Hörst du? Die Dinge werden sich ändern. Für eine Weile. Aber mir wird es wieder gut gehen. Da ist es. Das Bild, das mir beigebracht hat, dass Kunst manchmal scheiße ist. Ich verstehe Kunst sowieso nicht. Ich habe dafür keine Affinität. Wir konnten uns eigentlich kein Einzelzimmer leisten. Wir hatten einfach Glück. Wir haben so viel Zeit hier verbracht, dass ich irgendwann jeden Artikel auswendig konnte. Gabe meinte, der wäre voller Nadeln. Das hat mir mega Angst gemacht. Sie wusste es. Schon damals hat sie es gewusst. In diesem Zimmer war es immer viel zu heiß. Kurz gucken, ob wir hier noch irgendwelche emotionalen Sachen haben. Nee, haben wir nicht. Wie viele Nächte Papa in diesem Zimmer verbracht hat. Er musste auf einem unbequemen Stuhl schlafen. Und es gab jeden Abend nur Essen aus dem Automaten. Es hat was Beängstigendes und Seltsames, den eigenen Vater weinen zu sehen. Mama. Jedes Mal hatte ich Angst, dass ich sie zum letzten Mal sehen würde. Hi, Mom. Mom? Mom? So ein mutiges Mädchen. Wie bist du nur so mutig geworden? War das wirklich so? Hast du nicht etwas vergessen? Au! Gabe, warum? Ich habe nichts getan. Hör auf! Hört auf damit! Papa! Okay. Benehmt euch! Alex. Sieh nach deiner Mutter. Okay. Hä? Okay. Moment. Habe ich was verpasst? Zeitschriftenabfalleimer. Leeres Bett. Ansehen. Gabe und ich haben hier nach der Schule immer Animes geschaut. Das haben wir. Egal, wie viel Mama getrunken hat, ihr Hals war immer trocken. Sie ist genau dahinter. Hi, Mom. Mom? Mom?
Hol ihr etwas Wasser. Fast nie geweint. Selbst als du ganz klein warst. Weißt du das? Das war meine größte Herausforderung mit dir. Wie kümmert man sich um jemanden, der schon so stark ist? So ein mutiges Mädchen. Wie bist du nur so mutig geworden? Okay, scheinbar sind wir in unserem alten Zuhause, wo wir als Kinder gelebt haben. Sieht so aus, ne? War das euer letztes Gespräch? Mom. Ich glaube schon. Vermisst du sie? Gabe, was passiert hier? Du bist 11, ich bin fast 15. Papa und ich sind Zeitbomben. Du rennst hin und her und versuchst ständig, uns beide zu entschärfen.
Das wird jetzt richtig beschissen. Spiel deine Rolle. Aber warum? Warum machen wir das jetzt? Ich verstehe es noch nicht. Es gab nur eine Sache, die man tun konnte, wenn sie so drauf waren. Die Musik aufdrehen und es abwarten. Ist okay, ich bin's. Du weißt schon, dass das anders war, oder? Es war mein Job, den Frieden zu bewahren. Aber ganz egal, was ich tat. Es hat nicht geklappt. Und was wir getan haben, anstatt Kopfhörer aufzusetzen, erfahren wir in der nächsten Folge. Weil wir sind schon wieder über die Zeit. Und ich glaube, wir lernen uns so langsam dem Ende. Also ich bin jetzt sehr gespannt, warum wir diese ganzen Flashbacks haben. Ob wir noch leben oder nicht, also schauen wir mal. Aber dass das Jet uns einfach erschossen hat, das ist so, what the fuck, Alter. Also, ja, ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch auf jeden Fall immer fürs Zugucken. Ich bin gespannt, was jetzt als nächstes passiert und sage, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Und holy moly, hier geht's ab. Also, bis dann. Tschüss.